Gehalt erhöhen. Das ist schön mit den 8. Und weiter links. Guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich, das sind Filmakademie-Mitglieder und Berliner Publikum, zu unserer 6. Ausgabe der Reihe Mein Film der Deutschen Filmakademie. Wir hatten eine kleine Pause in diesem Jahr, aber wir wollten unbedingt noch in diesem Jahr eine Veranstaltung unserer Reihe durchführen und das ist uns gelungen. Und ich begrüße sehr Judith Holofernes und Katja Riemann. Normalerweise habe ich hier immer mit dem Claudius Seidel, dem Kulturchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, gestanden. Der ist auch heute leider krank. Deswegen bin ich der Einzige, der heute ganz kurz einführende Worte spricht. Und Dankesworte vor allen Dingen in erster Linie an Bit Riedmüller, Mitglied der Deutschen Filmakademie, der diese Reihe, sagen wir, kuratiert und ins Leben gerufen hat. Vielen Dank, Bit. Und dann bedanke ich mich bei Carsten Kollmorgen vom Hotel Sofitel, der uns immer sozusagen vorab die Verpflegung uns sehr unterstützt und überhaupt ein großer Unterstützer der Akademie ist. Vielen Dank. Dann bedanken wir uns bei Universal, die uns diese 35mm Kopie dieses Films Tote tragen keine Karos zur Verfügung gestellt haben, die naturgemäß ein paar Aussetzer hat, das werden Sie verschmerzen. Und dann gilt noch der letzte Dank dem Team der Filmakademie, das sich wie immer extrem eingesetzt hat. Wir hatten gestern schon eine andere Veranstaltung über die Zukunft des Kinos, insbesondere Jasmin Rolli, die diese Aufgaben in den letzten Tagen sehr gestemmt hat. Vielen Dank dafür. Ja, und jetzt ist Judith Holofernes dran und erzählt uns, warum die Tote tragen keine Karos, ihr Film ist. Ich erkläre kurz, hallo, warum Tote keine Karos tragen. Tatsächlich habe ich mich gerade mit Katja abgesprochen, dass ich gar nicht so vieles erzähle, damit sie mich noch was fragen kann. Das Einzige ist, ich wollte kurz fragen, weil das ist so ein Film für Wiederholungstäter eindeutig. Ich habe ihn 12 Mal gesehen, glaube ich. Wer hat den Film schon gesehen? Willkommen an Bord der Immer Essen. Und alle anderen viel Spaß. Toll, dass ihr also alle so zahlreich erschienen seid. Please welcome Judith Holofernes. Ist ja nicht schön. Ich freue mich auch sehr, dass ich das machen durfte. Tatsächlich, weil ich diesen Film seit Jahren, also ich habe den, glaube ich, mit 17 das erste Mal gesehen und seitdem ist, sagen wir mal, 40% meines Humorrepertoires sind Zitate aus diesem Film. Ich möchte auch andauernd Leute mit allen Lippen auf meinem Gesicht küssen. Sag mal ein Zitat. Immer Essen. Die Immer Essen. Also zum Beispiel, ich kenne Leute, die wirklich auf Kreuzfahrtschiffen waren und mit denen rede ich nur quasi über ihre Zeit auf der Immer Essen. Weil es auch wirklich so ist, weil man immer nur isst auf Kreuzfahrtschiffen. Warst du schon mal auf dem Kreuzfahrtschiff? Ich nicht, nee. Wo hast du den zum ersten Mal den gesehen? Im Kino? Nein, nee. Ich habe den irgendwann auf DVD gesehen. DVD? Auf VHS, DVD, VHS. Zu der Zeit, wo man noch so Videoabende gemacht hat mit seinen Freunden. Und wo man dann wie hier auch immer so sitzt mit seinen Freunden und so angespannt guckt, ob sie es auch wirklich lustig genug finden. Ja. Und ja, ich würde sagen mit 17, glaube ich. Hast du den da in einer synchronisierten Fassung gesehen? Nein. Da hast du die Original-VHS-Kassette in Englisch dir besorgen können. Und zwar okay. Ist es, ich glaube, naja, ehrlich gesagt, dass das auch schwierig eine, manchmal. Ich glaube, dass das hier eine Original-VHS-Kassette war, weil die tatsächlich, also die Punkte, wo diese DVD, diese VHS-Kassette kaputt ist, also da fehlen ein paar Gags, ja. Und ich glaube, irgendjemand hat die zu oft geguckt, so wie ich meine. Weil es ist tatsächlich so, dass die immer springt, wenn irgendwas ganz Tolles passiert. Was fehlt denn? Würdest du das sagen können? Nein, man kann es dann, man konnte es immer rekonstruieren. Ne? Also ich konnte immer sozusagen die 2 Sekunden addieren. Aber schade.
Alle so, noch mal gucken zu Hause. Alle noch mal gucken. Also ich habe ein Zitat gefunden, das fand ich ziemlich lustig, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe. Das möchte ich jetzt mal einfach unkommentiert vorlesen. Vielleicht kannst du dann ja mal mir sagen, wie du dieses Zitat findest. Von irgendeinem Menschen, der irgendwie meint, Filmkritiken im Internet schreiben zu müssen. Hoffentlich ist er nicht heute unter uns. Der vorgebliche Film, in Anführungszeichen, Dead Men Don't Wear Plaid, ließe sich als Kronzeuge anführen. Doch ist er eben nur die Bebilderung einer Idee, die in dieser Ausführung nur indexikalisch auf deren Existenz verweist, aber weder von ihr abhebt, noch jenseits ihrer selbst Ergebnisse zeitigt. Die Idee ist das Sampling der Filmgeschichte, doch diese funktioniert mit all ihren Implikationen auch und zunächst auch vor allem auf dem Papier als solche, etwa als theoretischer Entwurf jenseits der Praxis. Dies führt zu rein gar nichts, sondern verläuft sich vielmehr in die Sackgasse dümmlicher Witzelei, ein ermüdendes, nervtötendes Filmerlebnis in seiner Länge ganz und gar. Schweinhund. 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 Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ja, ich teile seine Meinung. Ich teile das überhaupt nicht. Ich finde, der Film hat eine seltene Mischung von genau gerade richtig saublöd und sehr schlau. Das, alles, was ich brauche von einem Film. Und das, Steve Martin, also mit inklusive Steve Martin. Martin genau. Ist fantastisch, oder? Ja, ich liebe ganz Steve jung. Martin. Ganz jung. Und vor allem, ich finde, also ich habe vorhin gemerkt, wie jung ich gewesen sein muss, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, weil ich ihn noch nicht toll fand, weil ich Steve Martin gut gefunden hätte. Ja, genau. Habe ich jetzt gerade noch mal gesehen und dachte so, kann man auch einfach so gut finden. Ja, und Steve Martin, das habe ich nämlich jetzt erst gelernt und das weißt du aber schon länger, weil ich nämlich heute, sie hat auf ihrem, wenn ich das sagen, auf ihrem Blog hat Judith jeden Tag Geschenke für die Welt in Form von Musiken und Videos. Das ist ein Adventskalender, ich mache es nicht immer jeden ganz Tag. Toll. Ja, ein Adventskalender. Ja. Und da war eben unter anderem, weil ich dachte, oh, jetzt habe ich was rausgefunden, was du vielleicht nicht weißt, aber du wusstest es natürlich, dass Steve Martin nämlich wahnsinnig gut Banjo spielt. Ja. Steve Martin hat eine Platte aufgenommen mit der von mir sehr geschätzten Edie Brickell zusammen. Und die ist wunderschön. Und er spielt fantastisch, aber wirklich richtig, richtig gut. Richtig so Clawhammer, Banjo ist unfassbar mit groovy. Und auf den, genau, und mit einem Affenzahn. Ja. Das ist ganz toll. Und mit Paul Simon hat er zusammen gespielt auf dem Video, was du ins Netz gestellt hast. Ja, das war so ein bisschen, weil ich bin eben, also wenn ich so einen Film gucke, dann muss ich immer googeln, wer ist und wer mit wem verheiratet ist und so. Ja. Und das verstehe ich. Genau. Und Edie Brickell ist verheiratet mit Paul Simon. Ach nee. Ja, und deswegen musste ich das posten. Natürlich. Das ist die Frau mit den Stiefeln, ja? Ja. Ist dann ja. Guck mal, und die Frau mit den Stiefeln. Zum Beispiel Karl Reiner, sage ich jetzt mal. Ja. Karl Reiner, der Autor und Regisseur dieses Films, der den Nazi gespielt hat oder den Butler, der gemeinsam mit Steve Martin und noch einem anderen Herrn dieses Drehbuch geschrieben hat, der ist ja der Vater von Rob Reiner. Und Rob Reiner hat Harry und Sally gemacht. Ja. Und du erinnerst dich, oder wir alle erinnern uns an die Szene, wenn sie diesen Orgasmus kriegt und dann sagt doch eine Frau am Nachbarschiff-Tisch, I'll have what she's having. Ja. Und das ist die Frau von Karl Reiner. Ach. Ja. Siehst du, so, also genau so funktioniere ich in Bezug auf ich Filme. Auch. Ich bin so jemand, ich nerve immer meinen armen, quasi mitgefangenen Mann. Weil ich dauernd anhalten muss. Also ich bin immer so jemand, der verstehe ich so gut. Warte, wer ist die Frau? Ich kenne die, ich weiß, die hat. Klick. Ja, ist das nicht toll? Thanks to Google, oder? Ja. Das ist toll, das geht ganz schnell, da braucht man sogar nur so ein iPhone. Wollen wir mal über die Musik reden in dem Film? Ja, sie ist sehr dramatisch. Ja, das ist Miklos Roja, der nämlich unter anderem auch, das ist sein letzter Film gewesen. Auch. Ja, der ist dann, also da war er schon alt, der ist dann 1995 ist er gestorben, 82 dieser Film gemacht worden. Und der hat unter anderem auch die Filmkomposition geschrieben von ein paar anderen Filmen, die wir da in Ausschnitt gesehen haben. Und zwar hier von drei Filmen hat er auch die Musik geschrieben. Und ich hatte zwischendurch gedacht, vielleicht hat man irgendwie Musik aus anderen Filmen sozusagen benutzt. Ja, es ist aber wahnsinnig gut, es ist extrem nah dran, wie so viele Sachen, aber es ist eben nicht ganz das Original. Also ich habe auch vorhin extra nicht gesagt, was sozusagen der Clou dieses Films ist, weil ich dachte, es ist, wenn es noch zwei Leute im Raum gibt, die das nicht wissen, ne, dass dieser Film, also dass eigentlich, glaube ich, drei
Hauptcharaktere überhaupt den absichtlich gespielt haben? Ne? Und dazu vielleicht noch, keine Ahnung, das kannst du besser einschätzen, wie viele Statisten? Also, ich glaube, 1980 haben da, keine Ahnung, 3 Leute mitgespielt in dem Film. Ne? In diesem Film, Film jetzt tatsächlich. Ja, wusste das irgendjemand noch nicht, weil ich dachte, man kann es besser genießen, wenn man es rausfindet, wie meine Freundin Julia, die neben mir saß und nach einer Viertelstunde gesagt hat, sind das alles alte Filme? Ach so. Und genau so wollte ich das. Ah, ja, weil ich habe es damals schon gewusst und das ist natürlich so ein bisschen... Ich hatte jetzt gar nicht dran gedacht, dass das irgendjemand nicht wissen könnte. Verstehe. Okay, also ich finde es wunderschön und ich finde es schön, dass es so nah dran ist am Original. Ne? Also es ist... Ja. Aber die Musik, du weißt schon, die ist komponiert worden für den Film. Das ist eine Score-Musik, die er geschrieben hat dafür in der Art und Weise, wie eben in den 40er Jahren. Ich glaube es gerne, aber ich finde es eben, ja, wie so viele Sachen an dem Film, ist es sozusagen das Original, aber halt bisschen drüber. Einfach alles ein bisschen drüber und das finde ich so schön. Schon gleich am Anfang. Oder was ich ja ganz toll finde, ist, wenn dann ein Streichholz angezündet wird und dann macht es Tada! Genau. Und man erschrickt sich gleich und denkt, jetzt passiert was. Im Übrigen würde ich gerne diesen Streichholztrick können, den er kann. Ja. Ich habe auf meiner Platte tatsächlich ein Streichholz gesampelt. Ich wollte als Anfang von einem Lied, das heißt Brennende Brücken, wollte ich ein Streichholzgeräusch. Man kriegt das niemals so schön hin. Es ist immer... Und auf was hast du dann gemacht? Mein Mann hat es gemacht. Mein Mann ist Schlagzeuger, der kann ein Streichholz groovy anmachen. Das finde ich super. So. Jetzt eigentlich wollte ich ja ein kleines Quiz mit dir machen, das habe ich aber jetzt irgendwie gestrichen. Darum schenke ich dir direkt das, was ich als Geschenk mir ausgedacht habe, wenn du alle Fragen richtig beantwortest. Danke. Und da sind Streichhölzer dabei. Ja, sehr schön, danke sehr. Oh, das ist aber schön. Vielleicht kannst du dann ja nachher mir mal das vormachen, anmachen, wie sich das, wie sich das anhört. Mache ich sehr gerne, vielen Dank. Also ich würde gerne noch ein bisschen über Musik sprechen, und zwar über Musik und Film, weil ich finde das ja ganz magisch. Also es ist ja sehr, sehr viel Musik in diesem Film, kann man sagen. Ja, und vor allem an den falschen Stellen. Ja. Das finde ich so schön, ne? Dass immer irgendwas völlig... Viele Noten. Randomisiertes passiert und dazu irgendwie die dramatische Musik. Also ich habe Bedeutung schafft, die nicht da ist. Das finde ich sehr schön. Ich habe jetzt versucht, mir so ein paar Filme, also ich bin leider nicht durch alle Filme gekommen, weil ich gerade selber auch einen Film drehe, aber ein paar Sachen mir angeguckt, die eben benutzt wurden jetzt hier für diesen Film. Und das ist schon nochmal ganz interessant, wenn du dann weißt, also die verrückte Schwester Barbara Stanwyck, die im Bett liegt und so, wenn du dann das Ganze drum und dran kennst und da dann auch wieder die Musik kennst. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Also die Musik damals, die Musik heute im Film, man tendiert ja dazu, eher nicht mehr so viele Noten. Ja, nee. In der Score-Musik, wenig bis gar nicht. Genau. Ja, ich habe auch überlegt, weil ich manchmal habe ich so Fantasien von parallelen Berufsfeldern. Ja. Und dann denke ich manchmal so Scoring von so Filmen, das macht bestimmt wahnsinnig Spaß. Ja. Die Leute, die ich kenne, die das machen, finden es nicht so witzig, wie ich es mir vorstelle. Weil die 3 Töne, die du dir ausgedacht hast, die werden immer gestrichen. Ne? Weil du hast dir dann 3 Töne ausgedacht und dann wird die Szene gestrichen. Also ich stelle es mir frustrierend vor, weil man so... Man meint das ja dann ernst mit den 3 Tönen und die sind genauso gemeint. Und dann, ich glaube, man ist relativ weit unten in der Nahrungskette. Oder? Das finde ich ganz betrüblich, was du da sagst. Nein, ich hoffe, es sind keine Scorer da. Also das würde mich jedenfalls interessieren, was du dir vorstellen könntest an Score-Musik. Ich habe nämlich heute mir mal ganz viele Videos angeguckt, jetzt von deiner neuen Platte, Leichtes Schwert. Ja. Und ich bin völlig hingerissen gewesen, weil für alle die das vielleicht nicht kennen, Judith Holofernes ist mit einem Pferd, was sie sich umgeschnallt hat, durch Berlin gelaufen. Ja, geritten. Und das geritten, und das ist so entzückend, weil die ganze Ritterrüstung, die du anhast, wie bei Don Quixote, die ist so gefilzt oder so, ne? Ja, die ist aus Filz. Das hat meine Freundin Nina Braun gemacht. Die ist so Filz und Näh und... Strickkünstlerin, aber für Erwachsene, ne? Also hochgehandelt, macht ganz tolle Sachen, die ich sowieso sehr schön finde. Und dann habe ich gesagt, mach mir ein Pferd. Und es ist wunderschön, also ich bin echt aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, das steht jetzt bei uns im Wohnzimmer. Es ist ein entzückendes Pferd. Es war sehr schwer,
weil sie schon, sagen wir mal, die Auftragsarbeit, also sie ist Künstlerin und das Pferd ist schwer. Und mein Body-Double, Julia, ist auch da. Die hat quasi die Stunts geritten. Also wir haben uns viel, wir haben uns... Das heißt, wir haben uns sehr Erfahrung eigentlich, ja, wir haben uns, kann man sagen. Also dieses Video, das liebe ich, weil wir das zu fünft gedreht haben. Und ich habe es nicht gern aufwendig. Und ich wollte meine Platte sozusagen auch so sehr aus der Hüfte haben und es mir nicht schwer machen. Und ich mag das einfach. Ich mag Sachen, die auch nach Spaß aussehen und nach Leichtigkeit und so. Und ja, der Kameramann und ich, wir waren die Regie. Der Kameramann hat es geschnitten. Julia und ich haben das Pferd geritten und Danny, der auch da ist, hat ab und zu irgendwelchen Leuten gesagt, dass sie vielleicht doch nicht die ganze Zeit das Pferd auf den Hintern hauen sollen. Also wir waren zum Beispiel mit dem Pferd, man muss dazu sagen, es sollte alles sehr poetisch sein, das Lied ist auch eher, also es ist auch ein bisschen albern, aber es hat so eine gewisse Gravitas und wenn man dann mit diesem Pferd durch den Görlitzer Park reitet, dann... Es ist echt entzückend. Dann passieren Sachen, die der Gravitas eher entgegenwirken. Und das Gute ist, du hast dann quasi auch die Score-Musik geschrieben. Ach so, ja. Und da mussten dann überhaupt keine Töne mehr gestrichen werden. Nee, sozusagen. Genau. Und das andere Video, was ich so schön finde, ist von zwei kleinen Babys, die so Engelchen sind und die schmeißen Sachen immer so aus dem Himmel runter und immer auf sie drauf, während sie Gitarre spielt. Und zum Schluss bist du ganz zerdeppert im Gesicht. Das Video hat Dietrich Brüggemann gemacht, der da sitzt. Hallo. Hallo. Dieses Video liebe ich auch sehr. Es hat wehgetan. Es hat tatsächlich wehgetan, auch weil Dietrich tatsächlich mit Werve werfen kann. Und zwar als einziger auf diesem Set. Also der Videodreh bestand darin, dass ich den ganzen Tag mit Sachen beworfen wurde. Und die Sachen waren zwar aus Styropor und eigentlich nicht dazu gemacht, mir weh zu tun. Es ist aber so, dass man erstens ganz schreckliche Nackenschmerzen kriegt, wenn einen den ganzen Tag jemand mit was bewirft, ja, weil man doch natürlich irgendwie das nicht möchte. Und alle waren sehr zögerlich immer und das sah natürlich auf Film nicht gut aus. Ne, das ist, also ich sollte total zerdeppert aussehen, ich verliere einen Zahn und so von diesen Puttchen, also von zwei reizenden, wirklich ganz, ganz, ganz süßen Babys, die mich aber halt ernste Babys, auch ihren Beruf ernst nehmende Babys, die mich eben aus den Wolken heraus bewerfen mit riesigen Gegenständen, Alltagsgegenständen, weil es in dem Lied darum geht, wie einen Kinder auch zerdeppern, so lieb man sie hat. Und der Einzige, der sozusagen den nötigen Schmiss hatte, um mir auch wirklich weh zu tun, war Dietrich. Und nur deshalb ist das Video so schön. Ernsthaft. Das ist ganz toll. Es ist wirklich ein super Video geworden. Sonst hätte man immer gedacht, warum tut die Frau so? Was hat sie denn? So, jetzt möchte ich gerne noch was vorlesen. Der Text geht so. Hans Zimmer, kennen wir alle, oder? Hans Zimmer ist Filmkomponist. Du machst alles schlimmer. Du und das Gewimmer deiner Geigen gebt Ruhe. James Cameron, zieh du doch nach Amm rum und schraub an dem Damm rum oder schau dabei zu. Roland Emmerich, wenn dann dieser Damm bricht und du findest den Schwamm nicht, lass laufen, auch du. Woody Allen, dir wollte ich bestellen, du musst dich nicht quälen, mach den Sack doch mal zu. Das ist von Judith Holofernes. Und das ist ein ganz tolles Mein liebster Gag in diesem Lied, den kann ich jetzt hier nochmal wiederholen, weil ich glaube, ich habe hier die einzige Chance von allen Publikummern der Welt, dass 20% wissen, wer das ist. Und zwar, es endet noch mit J.J. Abrams. Auch wenn ich dich ausbremse, bevor du den Weg rauskennst aus dem Quatsch, den du dir ausdenkst, schaue ich nicht mehr zu. Genau. Das Lied ist eigentlich für John Irving. Ne, also weil ich John Irving sehr liebe und er aber mein Leben versaut hat, indem er diese ganzen katastrophischen Erwartungen in meinem Gehirn gepflanzt hat, ne, dass in jedem Leben irgendjemandem die Genitalien abgebissen werden und man mehrere Gliedmaße verlieren muss und sich in seine Geschwister verlieben und alles im gleichen Leben. Und deswegen musste ich ihn mit großer Geste rausschmeißen aus meinem Leben. Und dann war ich so schön dabei. Und dann kam quasi diese ganze Passage über Leute, die das Gleiche mit Film machen.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Film, weil das, was mir jetzt als Schauspieler natürlich wahnsinnig gut gefällt, ist die eine gewisse Spielweise. Also ich denke mal, das fällt ja auch jedem auf, dass es in der Spielweise der 40er Jahre Rachel Ward und Steve Martin das übernommen haben und das geht ja einfach unheimlich glatt. Ja, oder? Ich find's toll, weil ich habe das Gefühl, sie haben sich in der Spielweise so viel Mühe gegeben, das zu glätten, dass sie sich leisten konnten, das im Dialog total absurd und platt und so dämlich wie möglich irgendwie immer demjenigen seine Fliege rüberzugeben. Und die Anschlüsse sind sowas von bescheuert. Das finde ich eigentlich das Schönste. Und man merkt aber natürlich, dass die sich da total reingefuchst haben. Und vor allem, ich finde, Rachel Ward ist halt ein Hammer. Die Stimme von der Frau, also alleine die Stimme, und wie die sie Haare. Spricht. Die Haare. Aber das haben wir ja Edith Head zu ach, verdanken, ja, genau, die dann verstorben auch ist. Noch mal, das ja, genau. Steht ja auch am Schluss. Ne? Die Haare sind Kostüm sehr schön. Gemacht. Aber sie ist halt einfach, also ne, diese rauchige. Wen hättest du denn lieber gespielt? Immer Steve Martin. Ja. Nee, ich wäre gerne Steve Martin als Blondine. Nee, ich glaube, ich wäre am liebsten Ava Gardner gewesen. Also von den Rollen finde ich sie ja eigentlich die coolste, weil sie es wirklich faustdick hinter den Ohren hat. Lana Turner finde ich auch nicht schlecht. Ingrid Bergman ist auch nicht schlecht. Ingrid Bergman ist, ja, aber die ist mir beinahe zu süß. Ingrid Bergman ist auch ganz Ingrid ernst. Ingrid Bergmaus. Ja, sie wirkt sehr ernst. Ganz ernst. Das Schöne ist, ich habe tatsächlich gehört, dass Steve Martin, der ja eben wahrscheinlich wie ein Kind im Süßigkeitenladen auf diesen Film losgegangen ist, dass der eigentlich vorgeschlagen hatte, seine Komiker-Idole da reinzubringen. Also der wollte ursprünglich irgendwie Oliver Hardy da drin haben, ne? Und so. Und Carl Reiner hat es ihm ausgeredet und hat gesagt, es ist lustiger, wenn die das alle knallernst meinen. Und das finde ich auch, ich finde das sehr gelungen. Also ich glaube, sonst hätte der Film nicht funktioniert, ne? Da darf ja keiner mit Absicht witzig sein. Also ich finde es schön, dass das alles so, die Absurdität auch von diesen originalen Plots, also diese Agentenfilme, die haben ja nicht viel ausgefuchstere Plots teilweise, als das, was da mit der Imre Essen und nein. Carlotta. Du hast vorhin neben mir sitzend, irgendwann meinte sie, jetzt habe ich schon noch mal. Wer ist Walter Neff? Ja, wer ist das jetzt schon wieder? Und ich, egal. Und es ist halt, eigentlich ist jedes kleine Fitzelchen Information, was man da kriegt, egal. Ja, es ist, und das ist, finde ich, so wunderschön, weil das wirklich in den Originalen, ja, also vielleicht nicht in diesen, das sind schon hochkarätige Filme, aber es trifft so den Ton von großer Inbrunst und wenig Informationsgehalt. Also das, was doch aber in diesen ganzen 40er-Jahre-Film-Noir-Stories, soweit ich das weiß, also hier sind ja viele Film-Konnoisseure, ihr wisst das vielleicht besser, bitte correct me if I'm wrong. Was ich da gelernt habe, ist, dass natürlich problematische, desperate, dunkle Themen sind. Dass es, was habe ich so schön gelesen? Fatale Frauen. Ja, alle fatal. Fatale Frauen und desperate Männer. Ja. Das heißt, dieses. Die Männer sind auch alle besoffen. Alle. Ja, absolut. Und rauchen Kette. Ja, waren die aber auch wahrscheinlich wirklich. Schätze ich. Ja, das kann sein. Also wenn noch irgendjemand vielleicht Fragen hat oder was sagen möchte einfach oder so, ne? Ich glaube, so macht man das. Dann gibt es irgendwann dann ans Publikum, wenn ich jetzt dann nicht mehr weiter weiß. Jetzt zum Beispiel in dieser Sekunde weg könnte jemand... Oh, zieht euch einen Schlips an. Ja. Also ich habe jetzt so viel Humphrey Bogart geguckt, dass ich das schon ziemlich toll finde, wie der spielt. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Ich finde ehrlich gesagt, dass er sowas von hölzern. Und ich finde. Ich finde das ganz überhaupt nicht hölzern. Aber das finde ich so schön, ja, weil er so degradiert wird in dem Film. Und er ist ja sonst jemand, der sich mit einigen Schuhschachteln dagegen gewehrt hat, nicht degradiert zu werden. Er war ja sehr klein und hat sich immer auf Schuhschachteln gestellt und war dann diese imposante Figur. Und dass dann jemand kommt und so. Findest du, dass das gemacht wird? Ein bisschen schon. Also es geht ja schon, es fehlt eine Szene. Es hat eine Szene gefehlt. Es hat die Szene gefehlt, vielleicht durch einen Sprung, wo er am Anfang quasi klarstellt, dass Marlowe zum alten Eisen gehört und eigentlich nichts mehr zu sagen hat und es nicht mehr so richtig drauf hat. Und deswegen redet er auch die ganze Zeit so mit ihm, dass er sich mal zusammenreißen soll und nicht so viel saufen und einen Schlips anziehen. Und so. Stiller. Also ich finde das ziemlich
gigantisch, was der spielt, weil das so reduziert ist und so absurd. Und es gibt einen Film, da hat er sich dann so überlegt, dass diese Figur, wenn sie in den Raum kommt, immer Folgendes macht. Die bis hier sind. Das haben die aber alle. Griff zum Ohr. Ja. Das merke ich mir. Was hat er Vielleicht da? Seht ihr das irgendwann mal in einem Film. Ja, im nächsten. Dann wisst ihr, warum. So, ich bin eigentlich so ziemlich durch, würde ich mal sagen, mit allem, was ich mir so überlegt habe, was ich noch... Ach, guck mal, hier steht noch Fragen an Judith. Leider habe ich heute meine falschen Kontaktlinsen angezogen. Ah, genau, guck mal, hier. Das wollte ich nämlich noch mal thematisieren mit dir. Blondes having more fun. Ja. Wo ich dachte, du bist ja mehr so... Auch blond. Ja. Und möchtest du vielleicht ein bisschen... Du hättest jetzt die Möglichkeit, ein bisschen Dolly Parton anzufeiern. Jetzt hier? Ja. Blondes have more fun. Du findest doch Dolly Parton ganz toll, oder? Ich bin inbrünstiger und unironischer Dolly Parton-Fan, ohne Anführungszeichen. Ja, da wirst du gleich ganz humorlos. Dolly! Nee, tatsächlich, ich musste Dolly Parton schon auch ähnlich inbrünstig verteidigen. Ich habe allerdings die Hälfte meiner Liveband mit ins Konzert genommen neulich und sie hat ja hier gespielt. Und selbst ich, die ich wirklich eben so glühe für sie, hatte die ganze Zeit so das Gefühl, ich nehme eben heimlich meine Anführungsstriche mit, weil ich weiß, sie ist alt und es wird bestimmt in Wirklichkeit so... dass man es mal gesehen haben muss, aber es wird schon irgendwie auch ein bisschen schlimm sein, ne? So Las Vegas-mäßig. Und es war fantastisch, es war so toll. Sie singt immer noch fantastisch, sie fietzt über die Bühne, wie, also sie sieht natürlich aus wie vor 50 Jahren. Halloween-Barbie, nee, also sie sieht wirklich furchterregend aus. Oh Gott, warum? Weil sie alles, sagt sie ja selber mit viel Humor, irgendwie alles, was irgendwo runtersackt, wo es nicht hingehört, das tackert sie wieder dahin, wo es mal war. Und es sieht man auch. Und sie ist wahnsinnig lustig. Sie sagt alle witzigen Sachen, die man im Internet von ihr schon mal gelesen hat, sagt sie nochmal. Und aber man liebt sie und man lacht darüber und sie singt, so toll. Sie singt immer noch, wie als wäre sie 20 Jahre alt. Und zwischen den Sets, also weil Amerikaner haben Sets, ja, da kommt dann jemand und geleitet sie so klapprig am Arm von der Bühne. Oh. Und zwischendurch spielt sie 25 Instrumente und rennt hin und her. Und worum geht es hier noch eigentlich? Hast du mal, Entschuldigung, ich wollte, es geht ja auch um dich, oder? Es geht doch auch um Judith, oder geht es ausschließlich um den Film? Nein. Es geht auch um... Sie hat auch mal in einem Film mitgespielt. Hast du denn mal... Zweimal. Hast du denn mal was gecovert von ihr? Müsste ich wissen, weiß ich aber leider nicht. Ich habe ein Langzeit-Hobby, dass ich meine Lieblingssongs übersetze, das darf man aber nicht. Und ich habe einen von Dolly Parton. Der ist sehr schön geworden, aber ich muss erst um Erlaubnis fragen. Hm. Ja, ich weiß. Oder so tun, als wäre das ganz, ganz schlecht ausgesprochenes Englisch, was ich da mache. Dann habe ich noch eine Frage. Du hast zwei Kinder, oder? Ja. Kannst du denn ins Kino gehen manchmal? Nein. Okay, dann worüber reden wir jetzt? Nee, es ist tatsächlich so, ich gucke ganz wahnsinnig viel Fernsehserien. Also mehr Fernsehserien, als irgendjemand sich vorstellen kann. Wobei die Leute, die auch kleine Kinder haben, immer auch zugeben, dass sie erstaunlich viel Fernsehserien gucken können. Und zwar, man fängt, glaube ich, so suchthaft damit an, wenn man eben dieses Baby hat und dann immer so auf irgendeinem Hopsball sitzt und sich nicht mehr bewegen kann. Und dann denkt man, Fernbedienung, Fern. Und das Baby schläft und Fernbedienung. Und da haben wir unangemessenerweise die ersten, keine Ahnung, 27 Staffeln von 24 geguckt, mit unserem ersten 5 Wochen alten Baby. Es schmerzt mich tatsächlich, dass ich nicht ins Kino gehe, weil ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino. Ich war, glaube ich, bei der letzten Berlinale im Kino. Hast du einen schönen Film gesehen dann wenigstens? Ja, das war schön. Hier den Linklater, den mit dem... Boyhood, genau. Ja. War schön, war die ungekürzte schön. Fassung, war lang. Und ich hatte auch nicht viel geschlafen, aber war schön. Nee, ich gehe wahnsinnig gerne ins Kino, aber in einem anderen Leben, weil ich muss natürlich meine, sagen wir mal, Ausgeh- und, also ich bin ja anderer Leute Ausgehvergnügen. So, und da verbrate ich relativ viel Babysitterzeit für später wieder. Natürlich. Gut, also wenn irgendjemand noch von euch oder von Ihnen Fragen hat oder eine Bemerkung, dann freuen wir uns. Und Judith kann die dann beantworten. Cleaning Woman.
sind Leute hier, die das bei mir auf Facebook gewonnen haben. Ach so, genau, du hast was. Ja! Oh. Da habe ich mich nämlich so gefreut, weil ich habe die Karten verlost mit dem Auftrag, Zeilen aus dem Film zu zitieren. Ja. Was natürlich eigentlich fies ist, weil dann nur Leute kommen, die ihn schon kannten. Und welche Zeilen waren es war das? Ganz toll, es hat mich so gerührt, echt. Sag nochmal. Welche hast du? Ah ja. Oh, ach, du hattest den nicht gesehen? Oh. Sehr clever. Sehr clever. Nee, aber es ist ja eigentlich richtig so, weil sonst hätten den ja alle schon gesehen gehabt. Danke sehr. Das freut mich. Gut, ich hatte auf jeden Fall seitenweise Zitate aus diesem Film und es hat mich sehr gut vorbereitet. In Deutsch oder Englisch? Auf Englisch. Super. Gut. Ja, ich glaube, es gibt gar keine synchronisierte Fassung, oder? Doch, es gibt eine synchronisierte Fassung. Okay. Ich habe mir die auch nochmal in Deutsch angeguckt. Muss man wahrscheinlich nicht. Nee, aber mich hat das jetzt einfach nur interessiert, wie die das übertragen haben, dann tonlich. Ach so, weil ich, okay. Ich finde den Ton ja auch so interessant, weil der Ton ja, also ja. So genau wie der Score oder wie die Spielweise ist auch, finde ich, der Ton in seinem Sound, also entsprechend den 40er Jahren. Und das hat dann ja auch wiederum mit dem Synchron zu tun oder mit der Art und Weise, wie gewisse Dinge übersetzt wurden. Und das haben die dort fortgeführt. Haben sie. Ja. Selten. Fand ich schon. Selten. Schön. So, vielen Dank. Würde ich sagen, gehen wir zum Empfang.